Rotkäppchen. Es war einmal eine süße kleine Dirn, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber ihre Großmutter, die wusste gar nicht, was sie alles dem Kind geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt, und weil ihm das so wohl stand und es nichts anderes mehr tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. Da sagte einmal seine Mutter zu ihm: »Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Die bring der Großmutter hinaus. Weil sie krank und schwach ist, wird sie sich daran laben. Sei aber hübsch artig und grüß sie von mir. Geh auch ordentlich und lauf nicht vom Weg ab. Sonst fällst du und zerbrichst das Glas. Dann hat die kranke Großmutter nichts.« Rotkäppchen sagte: »Ja, ich will alles recht gut ausrichten«, und versprach's der Mutter in die Hand. Die Großmutter aber wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen aber wusste nicht, was er für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht vor ihm. »Guten Tag, Rotkäppchen«, sprach er. »Schönen Dank, Wolf.« »Wo willst du so früh hinaus, Rotkäppchen?« »Zur Großmutter.« »Was trägst du unter der Schürze?« »Kuchen und Wein für die kranke und schwache Großmutter. Gestern haben wir gebacken, da soll sie sich stärken.« »Rotkäppchen, wo wohnt deine Großmutter?« »Noch eine gute Viertelstunde im Wald, unter den drei großen Eichbäumen. Da steht ihr Haus. Unten sind die Nusshecken, das wirst du ja wissen«, sagte Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich: »Das junge, zarte Mädchen, das ist ein guter, fetter Bissen für dich. Wie fängst du's an, dass du den kriegst?« Da ging er ein Weilchen neben Rotkäppchen her, dann sprach er: »Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die im Walde stehen. Warum guckst du nicht um dich? Ich glaube, du hörst gar nicht darauf, wie die Vöglein so lieblich singen. Du gehst ja für dich hin, als wie zur Schule, und ist so lustig hausen in dem Wald.« Rotkäppchen schlug die Augen auf. Und als es sah, wie die Sonne durch die Bäume hin und her sprang und alles voll schöner Blumen stand, dachte es: »Ei, wenn ich der Großmutter einen Strauß mitbringe, der wird ihr lieb sein. Es ist noch früh, dass ich doch zu rechter Zeit ankomme«, sprang in den Wald und suchte Blumen. Und wenn es eine gebrochen hatte, meint es, dort stünd noch eine schönere, und lief danach und lief immer weiter in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradeswegs nach dem Haus der Großmutter und klopfte an die Türe. »Wer ist draußen?« »Das Rotkäppchen, ich bring dir Kuchen und Wein, mach mir auf.« »Drück nur auf die Klinke«, rief die Großmutter, »ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen.« Der Wolf drückte an der Klinke, und er trat hinein, ohne ein Wort zu sprechen, geradezu an das Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann nahm er ihre Kleider, tat sie an, setzte sich ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor. Rotkäppchen aber war herumgelaufen nach Blumen. Und als es so viel hatte, dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein, und es machte sich auf den Weg zu ihr. Wie es ankam, stand die Türe auf, darüber verwunderte es sich, und wie es in die Stube kam, sah es so seltsam darin aus, dass es dachte: »Ei, du mein Gott, wie ängstlich wird's mir heut zumut, ich bin sonst so gern bei der Großmutter.« Drauf ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus.
Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren? Dass ich dich besser hören kann. Ei, Großmutter, was hast du für große Augen? Dass ich dich besser sehen kann. Ei, Großmutter, was hast du für große Hände? Dass ich dich besser packen kann. Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul? Dass ich dich besser fressen kann. Und wie der Wolf das gesagt hatte, sprang er aus dem Bett und auf das arme Rotkäppchen und verschlang es. Wie der Wolf den fetten Bissen im Leib hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an, überlaut zu schnarchen. Der Jäger ging eben vorbei und dachte bei sich, »Wie kann die alte Frau so schnarchen? Du musst einmal nachsehen, ob ihr etwas fehlt.« Da trat er in die Stube, und wie er vors Bett kam, so lag der Wolf darin, den er lange gesucht hatte. Nun wollte er seine Büchse anlegen, da fiel ihm ein, vielleicht hat er die Großmutter gefressen und ich kann sie noch erretten, und schoss nicht, sondern nahm eine Schere und schnitt dem schlafenden Wolf den Bauch auf. Wie er ein paar Schnitte getan, da sah er das rote Käppchen leuchten, und wie er noch ein wenig geschnitten, da sprang das Mädchen heraus und rief, »Ach, wie war ich erschrocken! Was war so dunkel in dem Wolf seinen Leib?« Und dann kam die Großmutter auch lebendig heraus. Rotkäppchen aber holte große, schwere Steine, damit füllten sie dem Wolf den Leib, und wie er aufwachte, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass er gleich niedersank und sich tot fiel. Da waren alle drei vergnügt. Der Jäger nahm den Pelz vom Wolf, die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte, und Rotkäppchen dachte bei sich, »Du willst deinen Lebtag nicht wieder allein vom Weg ab in den Wald laufen, wenn dir's die Mutter verboten hat.« Es wird auch erzählt, dass einmal, als Rotkäppchen der alten Großmutter wieder Gebackenes brachte, ein anderer Wolf ihm zugesprochen und es vom Weg hat ableiten wollen. Rotkäppchen aber hütete sich und ging gerad fort ihres Wegs und sagte der Großmutter, dass sie den Wolf gesehen, dass er ihm guten Tag gewünscht, aber so bös aus den Augen geguckt. »Wenn's nicht auf offener Straße gewesen, er hätt mich gefressen.« »Komm«, sagte die Großmutter, »wir wollen die Türe verschließen, dass er nicht herein kann.« Bald danach klopfte der Wolf an und rief, »Mach auf, Großmutter, ich bin das Rotkäppchen, ich bring dir Gebackenes.« Sie schwiegen aber still und machten die Türe nicht auf. Da ging der Böse etliche Mal um das Haus und sprang endlich aufs Dach und wollte warten, bis Rotkäppchen abends nach Haus ging. Dann wollte er ihm nachschleichen und wollt's in der Dunkelheit fressen. Aber die Großmutter merkte, was er im Sinn hatte. Nun stand vor dem Haus ein großer Steintrog. Da sprach sie zu dem Kind, »Hol den Eimer, Rotkäppchen, gestern habe ich Würste gekocht. Da trag das Wasser, worin sie gekocht sind, in den Trog.« Rotkäppchen trug so lange, bis der große, große Trog ganz voll war. Da stieg der Geruch von den Würsten dem Wolf in die Nase. Er schnupperte und guckte hinab. Endlich machte er den Hals so lang, dass er sich nicht mehr halten konnte und anfing zu rutschen. Da rutschte er vom Dach herab und gerade in den großen Trog hinein und ertrank. Rotkäppchen aber ging fröhlich nach Haus und tat ihm niemand etwas zuleid.